Herr Nowotny, wir haben gerade aus Regierungskreisen die Information erhalten, es gibt jetzt einen neuen Plan und zwar werden regionale Öffnungen angedacht. Es sollen jene Regionen, und das will man nicht in Bezirke unterteilen, sondern in Bundesländer, also jene Bundesländer, die einen Inzidenzwert unter 100 haben, die dürfen voraussichtlich am 22. März vorsichtig weitere Öffnungsschritte machen. Da geht es wahrscheinlich um Schanigartenöffnung in der Gastronomie, im Sportbereich, vor allem für Kindersport zu erlauben und vielleicht vorsichtige Öffnungen im Kulturbereich. Jene Bundesländer, die über 250 sind, denen drohen sogar weitere Verschärfungen. Was halten Sie von dieser neuen Idee, von diesem neuen Plan? Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Ja, ich habe ja auch Ihnen gegenüber bereits vor einiger Zeit gesagt, dass regionale Maßnahmen jetzt sinnvoll wären. Denn bundesweit, würde ich sagen, haben wir alle Maßnahmen ausgereizt. Und bundesweit können wir Öffnungen eigentlich nicht wirklich zulassen. Also insofern, ja, regional. Zum Beispiel jetzt Bundesland Vorarlberg hat die besten Werte derzeit. Das könnte man quasi als Art Versuchsballon mal starten lassen und schauen, wie sich die Zahlen dort entwickeln. Generell ist allerdings zu sagen, dass wir uns jetzt seit etwa einer Woche leider immer in Richtung schlechterer Zahlen bewegen. Das heißt auch die 3000 Neuinfektionen pro Tag sind wahrscheinlich in einer Woche nicht mehr auszuschließen und eine 7-Tages-Inzidenz österreichweit von um die 200. Und genau das hat ja auch die Ampelkommission als kritischen Wert gesehen und ich sehe das exakt genauso. Aber das heißt, Sie fänden die Idee hier in Vorarlberg, weil derzeit würde es ja nur Vorarlberg betreffen, so eine Art Testballon zu starten, das fänden Sie gut. Was kann man da Ihrer Meinung nach öffnen? Das ist eine gute Frage und das muss politisch entschieden werden. Es kann jedenfalls nicht alles auf einmal geöffnet werden. Das heißt, da ist die Politik gefragt, was man öffnet. Ja, aber eben, es geht nicht alles auf einmal. Was ich mir aber durchaus vielleicht sogar bundesweit vorstellen könnte, vielleicht mit Ausnahme jener Bezirke, jetzt möchte ich nicht auf Bundesländerebene sein, sondern auf Bezirksebene, die eine ganz schlechte 7-Tages-Inzidenz haben. Aber generell denke ich, dass jene Schülerinnen und Schüler, die in der Früh in der Schule negativ getestet werden, am Nachmittag durchaus in ihrem Sportverein auch Sport betreiben könnten. Also das könnte ich mir sogar bundesweit vorstellen. Weitere Lockerungen kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Weil wir jetzt gerade über diese regionalen Öffnungsschritte gesprochen haben und jetzt hat die Kollegin Pfaffeneder vorher schon gesagt, was ist eigentlich mit grenzüberschreitenden, also bundeslandgrenzüberschreitenden Tourismus dann? Ist das nicht ein Problem, wenn man dann ins Nachbarbundesland fährt und dort halt in die Gastronomie geht, in die Hotels geht etc.? Sehen Sie das als Problem oder glauben Sie, das ist epidemiologisch vernachlässigbar? Ich gebe Ihnen recht, das könnte ein Problem sein. Das heißt, das müsste man sich vielleicht noch ein bisschen anschauen, wobei in Vorarlberg ist es wahrscheinlich nicht so ein Problem, haben wir eh schon gesagt, weil Vorarlberg aufgrund seiner geografischen Lage ja relativ abgeschieden ist. Herr Nowotny, wie sehen Sie denn generell momentan das Infektionsgeschehen in Österreich? Wir haben heute 1403 Neuinfektionen. Wie ist das Ihrer Meinung nach zu beurteilen? Naja, die Zahlen steigen jetzt seit etwa einer Woche an und das war zu erwarten, eben aus den bekannten drei Gründen. Es wird erstens vermehrt getestet, zweitens die britische Variante breitet sich immer mehr aus und wir wissen, die ist ansteckender und infiziert daher mehr Menschen und drittens die Öffnungen, die wir jetzt seit drei Wochen sehen und das schlägt sich natürlich in den Zahlen nieder. Das heißt, auch ohne weiterer bundesweiter Öffnungsschritte werden die Zahlen weiter ansteigen. Und da ist die große Frage, wie weit kann die Bundesregierung die Zahlen ansteigen lassen?
Ab welchem Wert wird es denn Ihrer Meinung nach dann wirklich kritisch? Weil an sich haben wir ja zum Glück einen großen Teil der Risikogruppen jetzt mittlerweile durchgeimpft. Zumindest die Pflegeheimbewohner sind geimpft. Bei den über 85-Jährigen werden es zum Glück immer mehr. Verschiebt das auch die Grenze der tolerierbaren Neuinfektionen nach oben? Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Nur leider sind die über 75-Jährigen österreichweit noch nicht zu einem sehr hohen Prozentsatz geimpft. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns höhere Neuinfektionszahlen erlauben können, sobald österreichweit alle über 75-Jährigen geimpft sind, und zwar durch zwei Teilimpfungen. Leider sind wir da noch eine Weile weg davon. Die Todeszahlen von gestern auf heute betragen 13, und das ist in der Rückschau vor allem auf die letzten 30 Tage doch zu beobachten, dass diese ganz letalen Tage aus dem Dezember vor allem, wo mehrfach die Dreistelligkeit gemeldet wurde, offenbar vorbei ist. Sind das die ersten echten messbaren Effekte der Impfung jener Personen, die eben ganz besonders gefährdet sind, auch einen sehr schweren Verlauf zu erleiden oder gar zu sterben? Ob das die ersten Effekte schon sind, weiß ich nicht. Aber wir werden natürlich, je mehr ältere Menschen geimpft sind, desto mehr werden wir diese Effekte sehen. Vielleicht ist das der Beginn der Effekte, die wir sehen. Was wir aber schon auch bemerken, ist, dass die Zahlen, wenn wir jetzt das Ganze in Altersgruppen herunterbrechen, dass eher bei den 15- bis 24-Jährigen die Infektionszahlen wieder steigen. Und da ist die Frage, warum ist das? Eine Möglichkeit wäre, wir wissen, dass diese britische Variante auch bei jüngeren Menschen zum Teil zu einem gewissen Krankheitsgeschehen führt. Also nicht so wie bei den ursprünglichen Viren, die zirkuliert sind, dass die jungen Menschen praktisch ohne Symptome einen Infektionsverlauf hatten. Jetzt können wir durchaus auch bei Jüngeren schon zumindest geringgradige Krankheitserscheinungen sehen. Das ist eine mögliche Erklärung. Jedenfalls sehen wir diesen Effekt, während, Gott sei Dank, bei den über 80-Jährigen die Zahl der Infektionen abnimmt. Auf das hinbezogen, was Sie gerade gesagt haben, es gibt ein Land, ich glaube es war Indonesien, das begonnen hat zunächst einmal mit den Jüngsten oder mit den Jüngeren zu impfen, weil die Argumentation die war, die bewegen sich einfach viel mehr und treiben im Falle des Falles das Infektionsgeschehen eben weiter voran und größer voran. Wenn wir das, was wir da jetzt gerade gehört haben, beobachten, müsste man dann nicht eigentlich sagen, na gut, jetzt machen wir mal die ganz Alten, damit die geschützt sind, dann machen wir die ganz Jungen, damit sie nicht weiter verbreiten, und die in der Mitte, die können sich sozusagen am besten zurückhalten und sind dann nicht die größte Gefahr. Ist das ein oder wäre das ein Ansatz? Nein, das wäre für mich kein Ansatz. Also als erstes, und das ist wirklich unabdingbar, wir müssen die über 75-Jährigen schützen, denn die sind am meisten gefährdet. Und da gibt es auch Bundesländerunterschiede, und zwar ziemlich große sogar. Also das wäre jetzt ganz klar erste Priorität. Und danach kommt es natürlich auch darauf an, welche Berufe die Menschen haben. Also bestimmte Berufsgruppen sollten geschützt sein. Und ich denke, dass man durchaus, also auch über 70-Jährige, speziell die Männer, sind durchaus auch noch gefährdet. Also nein, ich bin nicht dafür, die ganz Jungen prioritär zu impfen. Wann wäre denn so ein Punkt, wo Sie sagen würden, ab dann brauchen wir keinen Lockdown, keine Maßnahmen mehr, wenn alle über 50 geimpft sind, alle, die statistisch eben an Krankheitsverlauf bekommen, der im Krankenhaus endet, weil wenn dann die alle geimpft sind, dann kommt quasi keiner mehr ins Krankenhaus und damit würde sich auch keine Maßnahme mehr rechtfertigen lassen. Wäre das so ein Punkt oder wann sehen Sie den? Ich sehe den Punkt erst dann, wenn, sagen wir mal, 50% der österreichischen Bevölkerung geimpft ist. Nicht vorher? Nein. Also das hat dann primär nichts mit dem Alter zu tun, also mit den Risikogruppen zu tun, die alle dann geimpft sind, sondern es muss wirklich mindestens 50% der Bevölkerung sein. Nein, also ich sehe es schon so, dass wenn die Risikogruppen mal geimpft sind, dann können wir Lockerungen uns erlauben. Ja, aber diese Lockerungen können nur relativ langsam vor sich gehen,
Es wird nicht möglich sein, alles auf einmal dann aufzusperren, sobald alle über 75-Jährigen geimpft sind. Aber definitiv langsame Lockerungen werden dann möglich sein. Können Lockerungen eigentlich einhergehen mit der Impfung sozusagen, mit der fortschreitenden Impfung, oder muss zuerst geimpft werden und dann gelockert? Oder darf das oder kann das auch parallel vonstatten gehen? Nein, es muss zuerst geimpft sein und dann kann gelockert werden.